Wir beginnen wie immer mit einem Papier, das 40 cm lang ist, auf der rechten Seite 20 cm hoch und auf der linken 20,8 cm hoch ist. Wir haben nämlich hier einen Streifen, der 0,8 cm misst. Der wird geknickt, dann wird hier Klebeband angebracht und das wird dann zusammengeklebt. Als nächstes schneiden wir uns vier Papiere zurecht mit den Maßen 20×19. Wir knicken das bei 8 mm. Dann ein Papier mit den Maßen 20×17. Hier wird es auch wieder bei 8 mm geknickt. Ein Papier mit den Maßen 10×18 mm. Auch wieder bei 8 mm gefalzt. Und das Papier mit den Maßen 10×9 cm wird auch bei 8 mm gefalzt. Wir setzen das jetzt folgendermaßen zusammen. Und zwar werden wir hier einen Klebestreifen anbringen und dieses Papier auf diese Seite kleben, also links bündig ankleben. Dann nehmen wir den Streifen und kleben den auch links bündig auf diese Seite. Das Ganze kommt dann auf unsere Basisseite. Das wird auch wieder links angeklebt. Und dieses Papier kommt dann auch auf die Basisseite, und zwar rechts. So, wenn wir das jetzt alles auf unsere Basisseite kleben, müssen wir darauf achten, dass die Öffnung einmal oben und links ist. Und das Ganze wird jetzt hier links auf unsere Basisseite geklebt. Bevor ich jetzt dieses Papier noch rechts anklebe, werde ich den Rand noch zuschneiden. Als nächstes nehme ich mir so einen Lochstanzer und werde noch die Ecken dieser Seiten stanzen. Als nächstes werden dann wieder Magnete angebracht. Als nächstes wird Motivpapier aufgeklebt, und zwar habe ich da schon wie immer die Ränder eingefärbt und ein Klebeband angebracht und werde das jetzt alles aufkleben. Für die Rückseite schneiden wir uns jetzt Papier zurecht mit den Maßen 18×18,8 und falzen das Papier wieder bei 8 mm. Dann ein Papier mit den Maßen 16×16,8, hier wieder bei 8 mm falzen. Und ein Papier mit den Maßen 13×15 cm und hier auch wieder bei 8 mm falzen. Und das wird so zusammengeklebt, dass wir diese Seite links auf diese Seite kleben und dieses Papier kleben wir oben mittig auf dieses Papier. Und das Ganze wird dann auf unsere Basisseite geklebt. Und auch hier werden die Ecken wieder gestanzt. So, und wenn wir das jetzt auf unsere Basisseite kleben, achten wir darauf, dass die Öffnung oben und rechts liegt. Und jetzt werden wir das Ganze hier links bündig aufkleben. Und dann werden wieder die Magnete angeklebt.
So, und jetzt wird wieder Motivpapier angebracht. Zum Schluss kommt noch der Tag dran. Das ist ein Papier mit den Maßen 21 x 18,5 cm. Dann schneiden wir uns hier bei einem Zentimeter den Streifen aus, lassen hier in der Mitte aber was stehen, damit wir das da dann gut aus der Seite herausziehen können. Und dann wird nochmal Motivpapier draufgeklebt. So, und dann ist die Seite fertig.